Hallo, heute ist Sonntag, der 11. März. Heute ist der Tag, an dem meine Flohmarkt-Saison 2018 startet. Ich fahre jetzt zu meinem ersten kleinen Flohmarkt, ist kein großer. Und werde mal gucken, ob ich da was Interessantes finde. Bin schon ganz heiß drauf. Der Winter war lange und jetzt freue ich mich richtig auf die neue Flohmarkt-Saison. Bis gleich. Parkplatz ist voll, schaut gut aus. Die Jagd geht los. Am ersten Stand schon eine Petersen und eine Stanwell-Pfeife erwischt. Hier für 12,50 Euro. Jede Menge interessante Lektüre. So, ich bin jetzt zurück vom Flohmarkt. Eigentlich schon ein bisschen länger, am Mittag gegessen. Und jetzt will ich euch die Sachen zeigen, die ich da aufgegabelt habe und mitgenommen habe. Bin ungefähr eine Stunde dort gewesen, dann habe ich abgebrochen, weil ich musste das Zeug auch schleppen, das ich gekauft habe. Das war per paar Meter zu tragen. Waren ein paar sperrige Sachen dabei. Bücher, wie immer, mit Gewicht im Rucksack. Aber jetzt zeige ich euch mal gleich am ersten Tisch. Am Eingang vom Flohmarkt hat man wieder was in die Parade gefahren. Eigentlich wollte ich ja meine Pfeifenbestände ein bisschen verkleinern. Ich habe deswegen auch ein Video gemacht und will ein paar hergeben, besonders filterlose. Und am ersten Tisch lagen natürlich gleich fünf Pfeifen auf dem Tisch. Die habe ich mir dann angeschaut. Habe zwei mitgenommen von den fünfen. Die anderen habe ich liegen gelassen, ein bisschen Selbstbeschränkung gemacht. Früher hätte ich die alle mitgenommen. Und dann habe ich einmal die hier mitgenommen, eine alte Petersen mit Sterling Silverring. Die nennt sich K&P Gepunst Petersen Killarney. Ist noch nicht aufgearbeitet. Ich habe jetzt bloß angefangen, habe hier schon ein bisschen Hautcreme aufgetragen über Mittag und es ist schon ein gutes Stück weggegangen von dem Schmauchring. Das Mundstück ist okay, keine Bissspuren. Ist halt ein bisschen angelaufen, das muss ich ein bisschen auf Vordermann bringen, das Holz aufpolieren mit Kanabawachs. Da wisst ihr alles, räumen und sauber machen und desinfizieren. Eine schöne Billard. Mittel bis groß, würde ich sagen. Konnte ich nicht liegen lassen. 9 mm gefiltert. Und die habe ich auch noch mitgenommen. Eine Stanwell, auch wieder mit Silbereinlagen. Das Shape weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Auch mit bisschen Schmauchspuren hier oben, aber die Tabakkammer ist eigentlich okay. Die müssen nicht mehr gereamt werden. Acrylmundstück ohne Bissmarken. Schwarz, so Ebony-Farben. Vielleicht kennt die jemand, kann man sagen, wie das Modell heißt, das Shape. Beide Pfeifen. Wollte erst 25, ja, für 22 sind beide Pfeifen mitgegangen. Also eine Pfeife 11 Euro. Muss man doch mitnehmen, auch wenn man seinen Bestand verkleinern will. Dann als nächstes bin ich zu meinem Buchhändler gekommen, der im großen Stil Bücher verkauft und handelt. Habe ich ein paar interessante Sachen mitgenommen. Insgesamt habe ich für die Bücher 18 Euro bezahlt. Einmal hier ein tolles Buch über die Geister des Mount Everest. Über die Suche nach Mallory und Irvine, die angeblich noch vor Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay auf dem Gipfel waren. Ganz toll fotodokumentiert. Praktisch die Funde, die sie am Everest gemacht haben, auch die Leichen von Mallory. Hier sieht man zum Beispiel den Fuß von Mallory. Und die ganzen Fundstücke sind auch dokumentiert, die da auf dem Berg gefunden wurden. Mal was zum Lesen interessiert mich, habe ich schon mal eine Reportage gesehen. Dann berühmte Seeschlachten, Bildband,
interessiert mich auch, Militärgeschichte. Der hat immer so ein bisschen sortiert. Romane, das Kriegsgeschichte, alles hat er sauber sortiert in Kisten. Verlangt er so 2-3 Euro für ein Buch oder auch weniger. Hier ist Seeschlachten, Krieg unter Segeln, also zu Nelsons Zeiten. Dann noch ein paar so Bildbände über Panzermodelle, Flugzeuge des Zweiten Weltkriegs und U-Boote. Interessiert mich auch immer. Auch wegen Malen, brauche ich da auch mal für Vorlagen und so. Und dann habe ich ja gerade wieder angefangen, Karl Mais zu lesen. Und der hatte da so eine Edition aus den 50er Jahren. Meine sind die alten Bertelsmann von 1966, die meine Eltern damals gekauft haben. Und da habe ich mir nur die mitgenommen, die ich noch nicht kannte, die etwas, sagen wir mal, selteneren. Nicht Winnetou und Old Shatterhand und so, sondern sind auch schön vom Einband her. Krüger bei. Halbblut. Die Herren von Greifenklau, das sind so Geschichten, die man nicht so kennt von Karl May oder die selten gelesen würden. Das ist natürlich auch wegen am Einband gekauft, Sand des Verderbens. Noch ein paar so rare Bände, der Silberbauer. Da hat er schon unterschiedenen Preis, ob so Winnetou 1, 2, 3 oder solche Bände sind. Er sagt, das sind die selteneren. Die wollte eigentlich 3 Euro, aber wie gesagt, alle Bücher zusammen 18 Euro, Paketpreis. Das war's mit den Büchern. Der verkauft auch Filme. Klassiker hat er nicht viel dabei. Einen, der war bei den 18 Euro auch noch dabei, vom Winde verweht. Entschuldigung, vom Winde verweht. Dann bin ich schon fast durch. Die anderen Sachen, die ich noch gekauft habe, die habe ich draußen im Freien, wegen dem Licht, das will ich euch noch zeigen. Das sind 3 Bilder. Und zwar ein Mädchenporträt aus den 20er, 30er Jahren. Das sieht man schön, also Vorkriegszeit, an der Bubikopffrisur. Typisches Bild aus der Zeit. Pastellkreide hinter Glas. Und ein Ölbild von einem studierten Maler, der im Internet steht auch, in meiner Heimatstadt gewohnt hat. Dann in München, in Paris und in Bern studiert. Schweizer Maler ist es. Das könnte ein bisschen was wert sein. Das ist ein bisschen ein Risikokauf gewesen, aber hält sich natürlich alles im Rahmen bei mir. Und noch ein Gedenkbild an einen Soldaten, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Sein gesticktes Arrangement, was früher üblich war, gerahmt. Kaiser Wilhelm ist noch mit drauf. Und er hält ein Bild vom Prinzregent Leopold in der Hand. Das zeigt mal so an, dass er bayerischer Soldat war. Die werde ich versuchen, alle 3 zu verkaufen. Wobei ich mir jedes persönlich auch selber gefällt. Wenn es also nicht weggeht, ist auch kein Drama nicht. Dann behalte ich es selber. Also, dann gehen wir mal raus. Das ist also das Porträt, das Ölporträt. Von dem studierten Maler Konrad Bauer aus der Schweiz. Das Mädchenporträt, Pastellkreide auf Karton, gerahmt, auch signiert. Schöner Rahmen auch dabei, gefällt mir persönlich auch sehr gut. Und das ist dieses Gedenkbild aus dem Ersten Weltkrieg von 1914. Aufgebracht auf einem gestickten Hintergrund, ein Kreuzstich. Das war also die Beute meines heutigen Flohmarktstreifzuges. Bis zum nächsten Mal.